So, herzlich willkommen zum Vortrag über Ayurveda, Tantra und Schamanismus. Mein Name ist Jonathan Maligas, Lukab. Ich bin hier bei Ayurveda, Dozent für Ayurveda, der Ayurveda Gesundheitsberater-Ausbildung. Ich praktiziere seit mehr als 20 Jahren Ayurveda und auch Schamanismus. Das ist ein sehr interessantes Thema, weil heutzutage sehen wir eigentlich, dass Ayurveda hauptsächlich auf einer groben Ebene praktiziert wird. Das heißt, die meisten ja Ayurveda kennen Ayurveda in Begriffen mit Massage, Ernährung, Kräuter und so weiter. Aber Ayurveda hat eigentlich mehrere Bereiche. In den Schriften heißt es, dass diese grobe Ebene des Ayurvedas ein Stück die Vaipashraya heißt. Das heißt die Ebene der manuellen Therapien. Aber es gibt noch weitere Ebenen darüber hinaus, nämlich die Ebene von Sattvajaya. Sattvajaya ist die subtile Heilkunst des Ayurvedas. Das heißt, wo man Sachen arbeitet, die mit Energie zu tun haben. Ja. Mit Sattva. Sattva ist die Reinheit, die Tugend. Ja. Man arbeitet mit Edelsteinen, mit Aromen, ja. Mit Handauflegen. In den alten Texten der ayurvedischen Schriften im Rigveda findet man darüber so die ersten Zeugnisse eigentlich, über diese Form von Heilmethoden im Ayurveda. Und nicht nur das, Ayurveda hört man nicht mal da auf, sondern es gibt auch noch eine dritte Ebene, nämlich Daiva Vaipashraya. Und Daiva Vaipashraya ist die Ebene der göttlichen Therapien. Das heißt, wo im Ayurveda Heilung betrieben wird in Form von Mantraheilung, heilige Opferzeremonien, wo Götter angerufen werden, wo es um göttliche Gnade gibt, die göttliche Gnade herbeizuholen. Und es sind Sachen, die eigentlich so im Ayurveda gar nicht mehr bekannt sind. Und das ist sehr schade. Traditionell gesehen ist es so, wenn man nach Indien heutzutage geht, findet man noch so drei verschiedene Kategorien eigentlich von Ärzten. Man sagt, es gibt natürlich die Ärzte, die heutzutage uns auch bekannt, die Ayurveda studieren an der Universität einfach und dann auf Grundlage dessen Ayurveda-Ärzte sind. Man findet aber auch noch in Indien, gerade auf den Dörfern Indiens, findet man auch Ärzte und Therapeuten, die einfach Naturheiler sind, die in der Tradition von Ayurveda groß geworden sind, weil ihre Eltern haben es auch schon praktiziert, waren immer Naturheiler gewesen, die sich auskannten mit den Kräutern des Waldes. Ja. So, und den Menschen, die geholfen haben, mit einfach diesen Kräutern zu geben oder den Wurzeln oder den Baumrinden oder so, ja, was den Menschen zur Heilung geholfen hat. Aber eigentlich die wahren Ayurvedis sind eigentlich die Vaidyas. Ja. Vaidyas sind Ayurveda-Ärzte, die einen brahmanischen Hintergrund haben. Und Brahmanas, das ist in Indien so eine Kaste, kann man sagen, sind eigentlich die, die von klein auf aufwachsen mit spirituellen Zeremonien. Die lernen, die Veden zu studieren, die Mantra-Rezitation lernen, Götteranrufung anlernen, all diese Techniken lernen und damit groß werden. Man sagt, Brahmanas sind die, die es Brahman kennen. Ja? So Brahman ist ein sehr hoher Bereich der Selbsterkenntnis. Man erlangt Brahman, wenn man erleuchtet ist, wenn man das Licht wahrnimmt oder die Energie wahrnimmt, die eigentlich alles durchdringt in dieser Welt. Ja? So, das heißt, dass Brahmanas, die kennen diese Energie, ja? Sie kennen sich aus. So, Brahmanas sind auch Menschen, die sich eigentlich in allen Bereichen des Lebens auskennen. Nicht nur in den groben Bereichen des Lebens, materiellen Lebens, sondern über die subtilen Ebenen hinaus bis auf die spirituellen Ebenen auskennen. Ja? Und die Vaidyas, das waren Ayurveda-Ärzte, die diesen Hintergrund hatten. Ja? Und ich persönlich habe mir extra diesen Vortrag ausgesucht, weil ich es, oder überhaupt auch als Lebensziel so ein bisschen ausgesucht, weil ich es sehr schade finde, dass dieser Bereich im Ayurveda eigentlich fast vollkommen eliminiert wurde. Selbst in Indien findet man eigentlich kaum noch Ayurveda-Ärzte, die sich in diesen Bereichen auskennen. Wenn man gute Ayurveda-Ärzte findet dort in Indien, dann sind es höchstens die, die das mal mit einbeziehen, überhaupt diese Ebene, und sagen, ja okay, für gewisse Krankheitsformen haben wir Priester, ja, oder Astrologen, ja, die sich dem annehmen, wir können es dann weiterempfehlen und die da eben auch Ursachenforschung betreiben und eventuell auf diesen Ebenen auch Heilmittel anbieten. Ja. So, und so deswegen habe ich mir so ein bisschen auch zum Auftrag gemacht, dort in dieser Richtung etwas zu forschen. Ja, war unterwegs gewesen, ich bin jedes Jahr fast in Indien und habe dort auch Kontakt mit Ärzten und verschiedenen Leuten und komme auch aus einer sehr engen spirituellen, ja, das heißt,
an der spirituellen Kultur. Also ich bin auch im Ashram lange Zeit gewesen, fast 10 Jahre. Ich habe mich selber mit der Spiritualität Indiens auseinandergesetzt und habe auch selbst für mich sogar auch mal Heilung gefunden an einem heiligen Opferfeuer in Indien, wo mehrere Brahmanas dort rumsaßen und das Feueropfer und dann 5 Stunden lang irgendwelche Mantren rezitiert haben, ja, und Opfergaben den Göttern dargebracht haben. Ja, und dadurch einmal habe ich gemerkt, nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe das Gefühl gehabt, ich bin so, alles okay, ich bin geheilt, alles gut. Und das hat sich auch kurz später manifestiert. Ja. So, in Indien sind die Menschen nicht nur teilweise noch zumindest auf den ländlichen Gebieten sehr eng mit der Natur verbunden, ja, sondern sie sind auch sehr eng mit den Göttern verbunden, mit allen Energien des Universums eigentlich. Ja. Und das eigentlich kann man sagen, was bei uns auch so ein bisschen fehlt. Ja. Das Problem ist ja, was die Ayurvedis sagen, dass in der heutigen Zeit, nicht nur in der heutigen Zeit, sogar schon vor 5000 Jahren, wo die ayurvedischen Texte geschrieben wurden, 60% aller Menschen an Vata-Störungen leiden. Ja? Oder 60% aller Krankheiten sind Vata-Krankheiten, kann man sagen. Ja? So, das heißt, Vata ist ein großes Problem. Und aus meiner Praxiserfahrung, weil ich auch schon seit über 10 Jahren eine ayurvedische Praxis betreibe, kann ich sagen, dass eigentlich 99% der Klienten, die in meine Praxis kommen, eigentlich eine Vata-Störung haben und der Vata-Problematik leiden, auch wenn vielleicht andere Problematiken noch mit involviert sind auch, aber eine Vata-Störung hat irgendwie fast jeder oder erhöhtes Vata. So, woran liegt es? Man kann sagen, es liegt an unserer heutigen Zeit, weil die Menschen sich immer mehr von der Natur entfernen. Die Natur, die Erde, die hält das Erdelement. Es geht manchmal gar nicht so sehr darum, im Ayurveda immer nur involviert zu sein mit irgendwelchen Kräutern, die man gibt, oder mit Ölen oder dieses jenes, um effektive Therapien zu betreiben. Ja? Manchmal reicht es schon aus, wenn wir einfach in Kontakt mit den Elementen treten. Die Elemente sind da draußen in der Natur. Ja? Im Ayurveda, in der Sankhya-Philosophie, erfahren wir, dass die Natur aus den 5 Elementen besteht und dass der Mensch der Mikrokosmos im Makrokosmos ist. Ja? Wir sind den gleichen Prinzipien unterworfen. Das heißt, die Welt da draußen ist das gleiche wie wir auch. Wenn uns was im Mikrokosmos fehlt, dann gehen wir raus in die Welt und holen uns das dort, um einen Ausgleich in uns zu betreiben. Ja, in Form von eben Nahrungsmitteln oder Therapiemöglichkeiten und so weiter. Ja, was wir draußen finden. Aber wir finden da draußen noch viel mehr. Da draußen in der Natur finden wir die Elemente. Ja, und die Elemente, sagt man, sind die Kräfte der Schamanen. Ja. Das heißt, die Elemente sind lebendig, kann man fast sagen. Ja? Es gibt so ganz einfache, nochmal vielleicht auch ein praktisches Beispiel, dass ihr das mitnehmen könnt hier von diesem Vortrag. Ja, wie man einfach die Elemente ausgleichen kann durch die Natur. Ja, wenn ihr das Gefühl habt, euch fehlt das Erdelement, das heißt, es fehlt im Leben eine gewisse Stabilität, Festigkeit, Standhaftigkeit, ja, was das Erdelement mit sich bringt. Die beste Therapie dafür ist einfach da rauszugehen, sich am besten einen Fluss zu stellen oder so, oder einen See zu stellen, wo Sand ist, in den man schön einsinken kann. Ja? Man stellt sich da rein und lässt sich förmlich einsinken in den Sand und meditiert darüber, wie man sich mit der Kraft der Erde verbindet. Ganz einfache Praktik, ja? Kann man täglich praktizieren. Sehr wirkungsvoll. Ja? Wenn euch das Wasserelement fehlt, ja? Das heißt, die Flüssigkeiten im Körper zu wenig sind, oder man merkt, die Emotionen können nicht frei fließen, ja, dann sollte man einfach jeden Morgen zum Beispiel, wenn man unter der Dusche steht, sollte man sich einfach abduschen und fühlen, wie das Wasser einen reinigt, alle Emotionen fortwäscht und so der Fluss im Leben wiederhergestellt wird. Ja? Das ist eine Meditation über das Wasserelement hinaus. Oder wenn dem einen oder anderen das Pitta-Element oder das Feuer fehlt, das Innere, ja, die Kraft des Stoffwechsels, die innere Hitze. Die beste Meditation haben wir draußen in Form von der Sonne, ja, indem wir uns einfach mit der Sonne verbinden. Im Ayurveda wird sogar empfohlen, dass wir morgens in die aufgehende Sonne schauen sollten, dass die Kraft der Sonne etwas ganz Besonderes hat. Ja. Sie lädt unseren ganzen Organismus mit den positiven Sonnenionen auf und nährt so das ganze System. Sie stärkt unser Immunsystem. Ja, im Yoga macht man das Surya Namaskar, um unbegrenzte Gesundheit zu erreichen, weil die Sonne stand schon immer für Gesundheit im Körper. Ja.
So, wenn wir darüber meditieren, wenn wir uns mit der Sonne verbinden, das brauchen wir nicht nur morgen, wenn die Sonne aufgeht, können wir es machen, auch am Abend, wenn es untergeht, auch während des Tages, und dann sollte man nicht in die Sonne reinschauen. So, aber wir können die Sonnenstrahlen spüren und mit jeder Zelle unseres Körpers können wir eigentlich die Sonnenstrahlen aufnehmen und so das Hitzeelement in unserem Körper generieren. Das heißt, wir können die Hitze anziehen in unserem Körper und damit das innere Feuer stärken. So viele haben Probleme mit Vata. Die meisten Probleme, die mit Vata zu tun haben, stellt man fest, sind auf der geistigen Ebene. So, was dort eine sehr schöne Meditation ist, ist, wenn man sich einfach draußen hinstellt und den Wind spürt und mal alle Türchen des Kopfes aufmacht und einfach den Wind mal durchbliesen lässt. So alle Gedanken, alles Überschüssige einfach mal rausbliesen, blasen lässt. Das stärkt, auf der einen Seite stärkt es das Vata-Element, auf der anderen Seite bringt es in Harmonie. Das heißt, dass das Vata-Element nicht gestört ist. Weil das Ziel ist ja auch im Ayurveda, es geht nicht immer nur darum, die Doshas klein zu kriegen, ja, was oftmals aus den Lehrbüchern so hervorgeht ein bisschen. Ja, da hat man irgendein Dosha, ne, wo man dann weiß, aha, ich bin der und der Typ, aha, ja, bin von Natur aus Vata-Dosha. Das heißt, ich packe den großen Anti-Vata-Hammer aus, ne, was in aller Literatur drinsteht. Vata darf nicht das und das und das, Vata muss das und das und das. Ja, so. Alles das, was Vata reduziert, und dann hauen wir so lange drauf, bis unser Vata ganz weg ist. Das ist eigentlich schade, weil das Vata repräsentiert auch unsere Natur und repräsentiert auch ganz viele gute Sachen. Und das Ziel ist es eigentlich im Ayurveda, diese Kräfte in uns zu stärken. Das heißt eigentlich, wenn alle Elemente in uns stark sind und in einem ausgeglichenen Maß in uns vorhanden sind, dann ist der Organismus gesund. Ja? Dann sind wir innerlich stark. Dann erwachsen, sagt man sogar, aus den Doshas, aus den Bioenergien, erwachsen die feinstofflichen Elemente der Doshas. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, von den Kräften wie Prana, Tejas, Ojas. Ja, Ojas ist vielleicht für die meisten ein Begriff. Ja, Ojas ist die Essenz von Kapha, die feinstoffliche Kraft von Kapha, über die man sagt, sie drückt die Ausstrahlung unserer Aura aus, die Kraft unserer Aura, wie wir erstrahlen, erscheinen, ja, was man oftmals bei Heiligen sieht. Ja, hier sieht man vielleicht nicht auf dem Bild, aber ich gehe. Bei Dhammantari sieht man den heiligen Kranz hinten. Alle Heiligen werden dargestellt mit einem heiligen Kranz der göttlichen Persönlichkeit. Dass die Kraft von Ojas, die ausstrahlt, oder den Menschen, wenn wir genügend davon haben, unendliche Immunkraft gibt. Ja, man sagt, Ojas ist unsere Immunkraft auch im Körper. Und sie ist für so viele Sachen zuständig. Ist die basisförmige Energie in unserem Körper. Ja? Aber oftmals wird vergessen, dass Ojas daraus entsteht, dass das Element Kapha stark ist in unserem Körper. Es ist wichtig, dass Kapha stark ist. Ja? Auch im Yoga ist oftmals das Ziel, Ojas zu stärken. Aber manchmal ist es so, dass leider schwerpunktmäßig Techniken gemacht werden, die eher Pitta und Vata erhöhen. Ja? Ich habe gerade letztens eine Klientin in meiner Praxis gehabt, die sich darüber beklagt hat, die jeden Tag 4 Stunden Yoga praktiziert hat morgens. Vorher nichts gegessen hat und gar nichts und überhaupt recht wenig gegessen hat und sich gefragt hat oder mit mir zu der Frage kam, ja, was kann ich machen? Ich habe keine Energie. Da dachte ich, wie kann das sein? Du praktizierst das so wie Yoga. Ja. Ja, ganz einfach, weil sie nicht so viel gegessen hat. Das heißt, nicht genügend Kaffee da war. So, ich muss dir leider sagen, ja, woher willst du Energie haben? Weil es ja gar keine Grundlage für Energie da. Weil die Grundlage für Energie ist eigentlich Kaffee. Ja? So, deswegen ist es sehr wichtig, dass alle Elemente in unserem Körper eigentlich stark vorhanden sind, in ihrem Gleichgewicht, in dem das, was wir ursprünglich mitbekommen haben, in Form unserer Konstitution. Ja? Und deswegen gibt es so Übungen, mit denen wir auch diese Elemente stärken können. Ja? Na, ein Element hatte ich noch ausgelassen, das Element Äther. Das ist auch eine sehr schöne Übung. Äther ist der Raum in uns, um uns herum. Ja? Wir können den Äther stärken, indem wir da draußen hingehen, in die Weite schauen, am besten gehen wir auf den Hügel, wo wir weit schauen können. Ne? Weite Täler und weite Berge sehen. Und wir meditieren darüber, dass das, was wir da draußen sehen, das sind wir.
Es gibt keine Trennung von dem Außen und dem Innen. Und was das Problem ist, dass wir Menschen uns heutzutage davon trennen. Ja? Manchmal allein aufgrund unserer Tätigkeit, dass wir den ganzen Tag in der Bude sitzen irgendwo, am Computer und irgendwas machen. Ja? Und vielleicht am Tag nicht einmal einen Schritt nach draußen setzen oder so, ja, eine Verbindung mit der Natur hingehen. Ja, was auch immer sein mag. Wir haben aber keine Verbindung zu diesen Naturkräften. Ja, und deswegen sind wir nicht da und deswegen sind wir nicht gesund. Und deswegen leiden wir an vielen Krankheiten. So, wenn wir solche Übungen regelmäßig machen, können wir nicht nur ein gewisses Gleichgewicht in uns hervorrufen, ja, sondern wir können uns innerlich stärken. Ja. So sind es wichtige Übungen und es ist nicht so kompliziert, wie ne, dass man genau richtige Ernährungsformen braucht und so. Das gehört auch dazu, ist sehr wichtig. Man sagt im Ayurveda, die Grundlage ist Ahara Vihara. Ahara ist die Nahrung, Vihara ist die Verhaltensweise. Ja. Aber zu der Verhaltensweise gehört eigentlich die Verbindung zu der Natur. Auch die, die, ne, und viele sicherlich auch hier, die auch wie ich viel mit Ayurveda beschäftigt sind und im Ayurveda wachsen wollen, vielleicht für die Ayurveda auch mehr ist als einfach nur ein System, mit dem man sich heilen kann oder mit dem man ganz gesund leben kann oder so, sondern für die Ayurveda vielleicht auch eine Art Lebensweg ist. Ja. Für mich ist Ayurveda auch eine Art spiritueller Weg. Ja. Im Ayurveda haben wir diese Empfehlung, dass die Grundlage für Gesundheit ist Sattva. Sattva ist das Prinzip der Reinheit und der Tugend. Das, was illuminierend wirkt, das, was harmonisierend wirkt, das, was ausgleichend wirkt. Ja. Ist eine Naturenergie, die da ist. Ja? Das, was krank macht, ist Rajas Tamas. Leidenschaft, Aktivität, Unwissenheit und Trägheit. Ja? Das sind die Faktoren, die uns krank machen, die als psychopathologisch auch beschrieben werden. Sattva ist das Einzige, was gesund erhält. Ja? Ich sage auch immer, Sattva, eigentlich ist es nur Sattva. Wir müssen irgendeinen Sattva haben, dann können wir gar nichts anderes als gesund sein. Weil wenn wir genügend sattvisch sind, das heißt in Tugend, Reinheit sind, dann haben wir immer die Wahrnehmung, genau das zu tun, was richtig ist in unserem Leben. Die richtigen Nahrungsmittel zu uns zu nehmen, in der richtigen Menge. Ja. Uns richtig zu verhalten, ja, wenn wir merken, dass wir außer Balance kommen, genau das zu tun, was uns wieder in die Balance reinbringt. Ja. Das heißt, Sattva oder Reinheit hat auch etwas mit Wahrnehmung zu tun. Ja. Das heißt, dass wir eine Wahrnehmung von uns selbst bekommen. Ja, ich erkläre meinen Studenten in der Ausbildung immer, es geht nicht darum, dass ihr hier alles auswendig lernt, ja, alle möglichen Listen über Ernährung, alle Prinzipien. Ja. Ich möchte mit meiner Ausbildung den Menschen eine Erfahrung geben, eine Erfahrung von den Doshas geben, zu sagen, ja, wie kann man die Doshas wahrnehmen in sich, wie kann man sie in sich spüren und aus diesem Gefühl heraus eben zu wissen, was ist momentan gerade das Richtige, was dazu beiträgt, mich eigentlich wieder in meine Balance zurückzubringen. Darum geht es. Der ayurvedische Weg oder ayurvedisch zu leben hat eigentlich als Grundlage, dass wir unser eigenes Körpergefühl schulen. Ja, unser Gefühl schulen, wer bin ich, wo stehe ich, was für Einflüssen bin ich in meinem Leben ausgesetzt und wie kann ich diese Einflüsse wieder in Balance bringen oder mich wieder in Balance bringen. Ja, darum geht es im Ayurveda. So, und das zu spüren, das wahrzunehmen, sowohl im Innen wie auch im Außen. Das heißt, ich muss spüren, wenn selbst Elemente in mir im Ungleichgewicht sind. Ich muss aber auch lernen zu spüren, draußen die Sachen, was ist da draußen, was mich ausgleicht, ja, was dazu beiträgt, was mich in Balance bringt. Auch das muss ich auch lernen. Ja. Das heißt, Ayurveda ist eigentlich eine Gefühlsschulung, könnte man sagen. Die Wissenschaft des Ayurvedas. Oder die Wissenschaft, ayurvedisch zu leben. Man spricht hier auch von der Kunst, ayurvedisch zu leben. Ja? Es ist eine Kunst, so zu leben, ayurvedisch. Weil unsere Bioenergien sind einem ständigen Wechsel ausgesetzt. Jede Sekunde des Tages, jede Minute, ja, werden wir von irgendwelchen Faktoren beeinflusst. Und automatisch werden irgendwelche Bioenergien in uns erregt innerlich. Ja. So, es kann sein, dass ihr allein nach diesem Vortrag, weil ihr so viel vielleicht gehört habt, und denkt, boah, das war jetzt so viel Wissen gewesen. Ja. Ich merke jetzt total, mein Vata ist erhöht.
Das heißt, ihr geht dann raus und trinkt dann Ingwertee und esst erstmal was, ja, dass genügend Wärme wieder ins System kommt. Ja. Essen erdet einen wieder, ja, und dann kommt wieder Glanz. Ne? So, ne? So kleine Sachen, so Feinheiten im Leben. Aber das ayurvedische Leben, das ist die ayurvedische Lebenskunst, kann man sagen. Das jede Sekunde seines Lebens zu integrieren. So, und der Punkt jetzt dabei, wie wir uns das Ganze eigentlich jetzt weiterbringen auf die Ebenen von Schamanismus und Tantra, ja, ist, dass wir das Ganze auch auf die geistige Ebene auch projizieren. Das heißt, wenn wir unser Leben betrachten, ja, wenn wir das sehen im Leben, die Faktoren wahrnehmen, denen wir ausgesetzt sind im Leben, irgendwelche Situationen, die im Leben auf uns zukommen. Dr. Vasant Lad empfiehlt dort zum Beispiel, ein ganz bekannter Ayurvedi, ja, empfiehlt dort, wir sollten das, was wir im Außen sehen, reflektieren nach innen. Wir sollten schauen, was ist das in uns drin. Wenn wir begegnen einer unangenehmen Situation in unserem Leben, ja, jemand kommt vorbei an unserem Weg und drückt uns einen rein und wir, ja, das fühlt sich jetzt wirklich verletzend an, ja, was macht er mit mir? Dann sollten wir nicht gegen den vorgehen, ja. Weil die ayurvedischen Schriften sagen auch, der wahre der Dummkopf sieht in der ganzen Welt nur Feinde, während der Weise in der ganzen Welt nur Lehrmeister sieht. Das ist der Chakra Samhita. Also, das heißt, wir sollten in der Person Lehrmeister sehen und wir sollten in uns reflektieren und schauen, was ist das in mir drin, was gerade verursacht, dass ich dieser Situation begegne. Da kommen wir jetzt noch eine Stufe tiefer, als das jetzt mit den Elementen zu spüren. Ja? Das heißt, wir lernen auch unsere Psyche zu spüren, uns wahrzunehmen. Wir nehmen uns, lernen uns wahrzunehmen und die Welt, der wir begegnen, auch als Teil unserer Selbst zu sehen. Ja? Um dann eben in die völlige Selbstverantwortung zu gehen und sagen, okay, alles das da draußen bin ich, auch die Kriege, die da draußen sind. Und all das Unangenehme, was man in der Welt hört, die Politik, die Finanzkrise, all das bin ich. All das ist ein Teil von mir, ein Teil meiner Projektion. Ja? Wir erfahren das aus dem Philosophiesystem auch des Ayurvedas, dass die Welt eine Spiegelung ist, uns Geistiges, unserer geistigen Natur. Ja? Das heißt, was in unserem Geist ist, in unserem Unterbewusstsein ist, das projizieren wir in die Welt und somit erschaffen wir die Welt. Die Welt ist eigentlich Illusion. Ja? Weil wir haben sie durch unsere Gedanken erschaffen. Das heißt, wir tragen auch die Verantwortung dafür. So, wenn wir all diese Dinge wahrnehmen, bringt es uns, und das ist schön am Ayurveda, bringt es uns in völlige Selbstverantwortung. Das heißt, wir tragen die Verantwortung für alles in unserem Leben. Wir tragen die Verantwortung für unsere Balance, unseren Körper. Wir tragen die Verantwortung für unsere Gedanken. Wir tragen die Verantwortung für die Welt da draußen. So, warum heißt es im Ayurveda, dass die Lebensweise des Ayurvedas ist so ausgelegt, dass wir ständig damit beschäftigt sind, eine Art Hygiene zu betreiben. Sowohl eine körperliche Hygiene, die man ins Leben integriert, als auch eine geistige Hygiene auch. Ja. Man sollte aufpassen, was man denkt. Ja, im Ayurveda wird beschrieben, dass man die körperlichen Dränge nicht unterdrücken sollte, aber die geistigen Dränge beherrschen sollte, wie Wut, Gier, Neid, Zorn, ja, Verrücktheit und so weiter. Ja, dass wir lernen sollten, mit diesen Drängen umzugehen, ja, und so unser Leben managen können. So, diese ganzen Empfehlungen für Hygiene im Ayurveda gehen sehr weit. Sie gehen bis dahin, dass sie beschreiben, dass man selbst gewisse Orte nicht aufsuchen sollte in dieser Welt. Ja, die Kneipen, ja, oder unreine Orte, die einfach unrein erscheinen, ja, wo große Menschenansammlungen sind, dieses, jenes. Weil all diese Faktoren können dazu beitragen, dass unser System verunreinigt wird und wir krank werden. Ich hatte gerade vorhin noch die Inspiration, wo ich zu Hause bin, weil ich dachte so, ja, über was wirst du jetzt heute, wo sie alles erzählen? Und bin sogar meine Bibliothek geschweift. Und dort ist mir ein sehr schönes Werk in die Hände gefallen, das Tadodananda Ayurveda Saukhyam. Sehr spezielles Werk. Und ich habe es aufgeschlagen und dachte, das ist eigentlich ein sehr schönes Werk, weil das ist noch eins der originalen oder sehr alten ayurvedischen Werke, die subtile Ebene mit einbezieht.
eben nicht nur über äußerlich Krankheiten spricht, die auf Grundlage von Ernährung oder von grobläßigen Fahrlässigkeiten entstehen, sondern die viel darüber ausdrückt, was für feinstoffliche Probleme kann man sich eigentlich einfangen. Und wie auch alle Krankheiten betrachtet werden auf einer, kann man sagen, feinstofflichen Ebene. Ja. Jeder von euch kennt bestimmt haben alle schon mit Ayurveda auseinandergesetzt, ne, und kennt die Konzepte vom Ayurveda und dass alle Krankheiten von Vata, Pitta, Kapha ausgelöst werden, von schwachen Agni ausgelöst werden und so weiter. Ja. Aber wer weiß, dass es auch ganz viele Krankheiten gibt, selbst körperliche Krankheiten, die ausgelöst werden von Pishachas, Rakshasas, Bhutas. Ja. Das heißt Geistern, Dämonen, ja, herumirrenden Seelen, unreinen Energien. Ja. So in diesem Werk wird es eigentlich sehr schön beschrieben. Ich habe dort zufällig aufgeschlagen und habe dann gleich auf die richtige Seite irgendwie erwischt. Über Umada, über Verrücktheit oder Schizophrenie, wie es im Ayurveda auch beschrieben wird, diese Krankheit. Und dort stehen die ganzen Krankheitsursachen drin. Steht, ja, wenn Umada, also Verrücktheit, beeinflusst ist von Rakshasas, dann hat es dies und jene Symptome. Ja? Dort stand sogar drin, wenn diese Krankheit ausgelöst wird von Devas, von Göttern, dann hat diese Krankheit sehr glücksverheißende Symptome. Ja? Man sieht, der Mensch hat auf einmal eine ganz starke Ausstrahlung. Ja? Leuchtet innerlich, fühlt sich total gut an, ja? Von der Energie her. Alles, ja? Genaue Beschreibung. Ja? So, ne? Auch Verrücktheit kann auch durch den Einfluss von Göttern, ne? Wenn ein Gott einen besetzt, auf einmal in einen reinkommt, ja, und einen besetzt, so, dann kann es auch Krankheiten hervor, die äußerst vielleicht als Krankheiten betrachtet werden können, aber vielleicht sogar gut sind. Sogar, ja. So, all diese Ebenen werden im Ayurveda auch beschrieben. Ja. So, im Ayurveda, wie gesagt, man erfährt normalerweise nicht so sehr viel, es sei denn, man hat zu viele solche Bücher, wo man sowas drin liest. Oder Ärzte, die noch sehr irgendwie mit der ursprünglichen Tradition verbunden sind, weil es eben Vaidyas sind, die in dieser alten brahmanischen Tradition aufgewachsen sind, die überhaupt noch Ahnung auch von solchen Sachen haben. Aber ich habe mir natürlich viel Gedanken darüber gemacht und wollte auch Lösungen finden, weil ich auch bei mir in der Praxis gemerkt habe, dass die Fälle häufen sich, wo ich sagen kann, ja eigentlich, überhaupt war mein Verständnis irgendwann von Ayurveda das gewesen, was ich gesagt habe, ja eigentlich sehe ich bei allen physischen Krankheiten bei den Menschen, sehe ich eigentlich hauptsächlich tatsächlich die Ursache darin in einer körperlichen Verspannung. Ja? Man könnte jetzt natürlich sagen, gut, Verspannung ist Vata, ja, im Körper, alles zieht sich zusammen, wird hart, ja, trocknet aus, sicherlich Stressfaktor, Nervensystem, ist auch alles Vata. Ja? Sicherlich, keine Frage, da stimme ich völlig überein, auch mit allen Vata-reduzierenden Therapien, die man machen könnte, die helfen können, das zu beseitigen. Aber ich habe dann weitergedacht, habe gesagt, ja, aber diese körperlichen Verspannungen, eigentlich bei den meisten fühlt es sich so an, dass sie aus einer geistig-emotionalen Verspannung entstehen, diese körperlichen Verspannungen. Ja? Ihr kennt es bestimmt, ne? Dann hat man auf einmal Stress gehabt auf der Arbeit und spürt, wie der Stress was mit einem macht. Ne? Man ist körperlich angespannt, ja, erst geistig angespannt, dann spürt durch den Stress die Emotionen, vielleicht mit Menschen, die involviert sind, ja, mobben, dieses, jenes, ja, und spürt Emotionen in einem hochkommen, das macht ganz viel mit ein, führt irgendwann zu einer körperlichen Anspannung, ja, aus der körperlichen Anspannung kriegen wir dann auf einmal einen Migräneanfall oder so, ja. Das heißt, ein typischer Weg. Ja. Aber was stand dort am Anfang? Am Anfang stand die emotionale Verspannung. Ja. So, und das konnte ich bei vielen Krankheitsformen sehen, dass dort die emotionale Verspannung am Anfang steht. So, das hat mir natürlich viel Gedanken gemacht. Dann habe ich geguckt, ja, okay, wo entstehen denn viele geistige Verspannungen aus? Gut, manchmal ist es wirklich einfach aus dem richtigen Verständnis des Lebens oder weil gewisse Doshas schon präsent sind. Aber ich habe auch gemerkt, bei vielen Menschen ist es aufgrund eines Einflusses, der in ihnen ist, den sie nicht wirklich kontrollieren können. Ja. Das heißt, Kräfte, die dort am Wirken sind, Energien, die dort in den Menschen am Wirken sind, die sie nicht, die, ja, mit denen sie nichts anfangen können, wo sie keinen Zugang zu haben, ja, die meisten normalen Menschen sicherlich keinen Zugang zu haben, aber die was mit den Menschen machen. Die merken, wo man merkt, das löst in den Menschen Unsicherheit aus, schon von Grund auf, schon innere Verspanntheit. Ja. Unsicherheit teilweise bis zu Schmerzen oder teilweise auch bis zu Verrücktheit manchmal, also totale Zerstreuung auch in den Menschen drin.
und habe mir dann Gedanken gemacht. Ich bin dann auch durch ganz Indien gewandert und war bei verschiedenen Leuten gewesen, bei Tantrikern, bei Schamanen und alles, ja, um mich einfach versucht schlau zu machen. Und dann gesehen habt, ja, dort meistens bei solchen Menschen, bei Tantrikern und Schamanen, die stehen diesem Wissen noch viel offener gegenüber. Während es oftmals bei Ayurveda-Ärzten so ein verdecktes Blatt ist. Ja. Entweder es sind ganz geheime Techniken, die man macht, ja, so nach dem Motto. Ja, ich war auch beim einen Arzt, der hat, dessen Vater war Spezialist in Mantra-Therapie, wo ich da war, hat er ein körperlich-behindertes Kind gerade therapiert, ja, nur mit Mantren. Ja. Natürlich ganz toll. Ja, aber ich habe gesehen, auch gerade bei den Tantrikern, ja, die machen sehr viel mit Mantren und mit Götterverehrung und all möglichen Sachen. Ja, und das fand ich sehr spannend. Ja. Und dann bin ich noch zu den Schamanen gegangen. Und bei den Schamanen ging es dann so weit, dass sie dann gesagt haben, ja, ne, alle Krankheiten werden von Dämonen ausgelöst. Ja. Heißt übrigens, übrigerweise auch im tibetischen Ayurveda findet man das auch. Ganz interessante Sichtweise, gar nicht so abwegig. Das beruht darauf, dass man sagt, wir haben ja viele Seelen in unserem Körper, ne? Genauso viele Zellen, wie wir haben. Und genau, plus die ganzen Bakterien und Viren und ich weiß, Parasiten, alles, was noch drin sind, das sind auch alles Seelen, die uns drin sind. Genau wie wir auch als Seele dort in unserem Körper sind. Ja, in der Bhagavad Gita wird gesagt, die Seele ist so groß wie der 10.000. Teil einer Haarspitze, also relativ klein. Die kann auch in kleinste Lebewesen reingehen, kein Problem. So, wenn wir davon ausgehen, ja, okay, alle Zellen, die wir im Körper haben, plus alle Parasiten und Bakterien und Viren und alles, sind alles Lebewesen, die haben alle eine Seele, da gibt es auch Billionen von Seelen dort in unserem Körper. Ja? So, jetzt werden wir auf einmal krank. Ja? Und da heißt es jetzt im tibetischen Ayurveda zum Beispiel, ja, eine dieser Seelen ist zu einem Dämon geworden. Ja? Oder war schon ein Dämon. Und fängt jetzt an, den Körper zu übernehmen. Ja? Gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man Krebs hat. Ja? Wo fängt Krebs an? Krebs fängt an, wenn eine Zelle anfängt zu wuchern. Ja? Da fängt Krebs an und fängt schon auszubreiten. Und irgendwann übernimmt er den ganzen Körper. Ja? Oder wir waren mal in Indien gewesen, haben aus Versehen Leitungswasser getrunken. Ja? Und ein Amöb, haben wir zu uns genommen. Das haut uns so um, wir sind nicht mehr Herr unseres Körpers, wir können gar nichts mehr machen. Ja. So, hat völlige Macht über uns. Ja. Eine andere Seele hat praktisch den ganzen Körper übernommen. Und mal ist da eine Seele, nämlich meine Seele, die sagt, das ist mein Körper. Ja. Das ist mein Ahankara, mein Ego. Das sagt, ich bin dieser Körper. Der gehört mir. Ja, und dieser Körper ist stark und gesund. Ja. Aber jetzt kommt da irgendeine andere Seele und die hat irgendwie die Macht, sich dort breit zu machen. Ja. Der Tipp im tibetischen Ayurveda, dass man muss ein gutes Ego haben. Dass die richtige Seele sagt, hier, das ist mein Körper, hier hast du nichts verloren. Kannst du zwar hier versuchen, beides machen, hast aber keine Chance. Hau wieder ab, das ist nach dem Motto. Ja? Aber ganz interessante Betrachtungsweise, auch mal aus einer anderen Sache, aus einer anderen Sicht des Ayurvedas. Ja? Die Schamanen, die gehen noch weiter. Ja? Die Schamanen dort im Himalaya, die haben mir gesagt, alle Krankheiten sind ausgelöst von drei Faktoren. Karma. Devas. Karma kennt jeder. Ja, Schicksal. Das Schicksal ist ein Wort. Devas, die Götter. Ja? Das heißt, die Götter können Krankheiten und so. Ja? Ganz einfach aus folgendem Grund, weil wir keine Beziehung mehr zur Natur haben. Ja? Uns ist verloren gegangen, dass die Welt da draußen voller Lebewesen ist. Genauso wie wir nicht bewusst darüber sind, dass Millionen von Lebewesen in uns sind. Die vedischen Lehren, wenn man die Veden liest, wird man feststellen, dass die Veden persönlich sind. Das heißt, hinter allem steckt eine Person. Na, da gibt es die, die schon in Indien waren, vielleicht schon gehört von dem Fluss Ganges. Ja. So, da ist Ganga Devi. Die Göttin des Flusses. Ja? Oder Yamuna Devi. Ja, Yamuna ist auch ein heiliger Fluss. Das sind alles Götter, die dahinter sind. Ja, der Wind ist Vayu. Ja? Deswegen heißt es auch manchmal, auch Vata wird auch als Vayu bezeichnet. Ja? Eigentlich könnte man sagen, der Windgott beherrscht die Winde in unserem Körper. Ja? Varuna Dev, der Gott der Gewässer.
der dort alles Wasser kontrolliert, auf dem gesamten Planeten. Und auch das Wasser, auch in uns drinnen, auch kontrolliert. Dann gibt es solche Sachen, wenn man das nicht zu schätzen weiß, dass da überall, es gibt, kann man sagen, im Universum ist es so, dass eine ganze Hierarchie, so wie es in den Veden dargelegt wird, eine ganze Hierarchie gibt von Lebewesen. Von niedrigen Wesen vielleicht, oder, ich weiß nicht, ob man sie wirklich als niedriger Wesen bezeichnen kann, ja, die man nicht wahrnimmt, aber die einfach Naturwesen, die den Elementen zugeordnet sind, ja, man kennt es in esoterischen Bereichen als Elementare. Ja. Das sind Naturwesen wie Gnome, Elfe oder Nymphe oder so weiter, die den verschiedenen Elementen, Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther zugeordnet sind. Ja. Oder wenn man ein bisschen weiter geht, dass man dann feststellt, aha, da gibt es Engelwesen, ja. Das heißt feinstoffliche Wesen, ja, die auch überall in dieser Welt gegenwärtig sind. Ich sage immer, ne, wir wissen, unser Körper besteht aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Wir wissen, dass unser Körper besteht aus 70% Wasser, ja, mindestens, ja, bei den alten Körpern vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Also das heißt, Wasserelement ist dominant und Erdelement haben wir auch viel, deswegen haben wir so stabile Körper. Ja. Aber warum soll es nicht auch Lebewesen geben, wo die Körper mehr aus dem Feuerelement, vielleicht zu 70% aus Feuerelement bestehen und zu 20% aus Luftelement? Dann haben die einen ganz anderen Körper. Ja. Das heißt, die haben einen feinstofflichen Körper, den wir so mit unseren groben Sinnen vielleicht gar nicht wahrnehmen können. Ja. So, ne, dann finden wir uns vielleicht bei solchen Engelwesen wieder. Oder wir gehen dann noch weiter zu den Devas, ja, den Halbgöttern, wie es heißt in den vedischen Schriften, die dann wiederum die Herrschaft über die Engel haben. Die Engel haben die Herrschaft über die Naturwesen. Ja. So von den Devas, ne, die kontrollieren die ganzen Aufgaben hier im Universum, wie Wind, Wetter, Regen, Sonne, Mond. Ja. Hinter jedem Planet, ne, mit dem Mond steht Chandradev, der Gott des Mondes. Hinter der Sonne steht Surya, ja, der Sonnengott. Ja. So, und das ist jetzt nicht nur aus den Veden genommen, wir haben das in allen alten Kulturen, finden wir eigentlich dieses Wissen wieder. In der vedischen Kosmologie wird gesagt, dass das Universum insgesamt aus 14 Planetensystemen besteht. Wir mit der Erde sind irgendwo in der Mitte. Bhuloka. Ja. Drunter kommen dann die 7 niedrigen Planeten. Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala, Patala. Ja. Patala sind die höllischen Planeten. Da kommt man, wenn man sehr sündhaft war. Ja. Kann man sein schlechtes Karma abbauen, um dann wieder neu inkarniert zu werden. Ja. Ja. Dann, wir sind schon der Anfang der höheren Welt mit Bhuloka. Dann kommt Bhuva, Svaloka, Mahaloka, Tapaloka, Janaloka, Satyaloka. Satyaloka, dort residiert Brahma, der Schöpfer des Universums, der ursprünglich das Ayurveda gesprochen hat, in 100.000 Versen. Ja? So, wir haben diese ganze Kosmologie, ne, im Ayurveda. Die Kosmologie ist das hier. Der Baum der Welten, oder wie er in den Veden dargestellt wird, als Meru, der Berg Meru, der umgekehrt im Universum steht, das heißt mit der Spitze nach unten, in dem sich alle 14 Welten befinden. Die untere Welt, die hier repräsentiert wird durch die Schlangen, die Nagas. Die mittlere Welt, hier durch diesen Griff, und die obere Welt repräsentiert die mittlere Welt wird hier durch das Vajra. Vajra ist der Donnerkeil Indras, die Waffe des Himmelsgottes, oder dem König der Halbgötter, der hier die ganze Welt hält. Ja? Auch im Griechischen, in der Mythologie kennt man ihn als Zeus. Ja? Hier oben sehen wir die Welt der Götter, die obere Welt. Ja? Shiva, Shakti, Bindu, ja? Die Trinität der Gottheiten, sagt man, finden wir wieder. Ja? Das ist das Instrument der Schamanen, man nennt es auch Furba, der Geisterdolch, mit dem man Geister kräftigt oder besiegt, wie auch immer. Ja. Es heißt, dass mit Hilfe dieses Instruments reißt der Schamane oder der Schamane die Fähigkeit zwischen den Welten zu reisen. Man kann sagen, wenn man sich in die schamanische Welt reinbegibt, erweitert sich die Welt, so wie ich es jetzt versucht habe darzustellen,
Die Welt erweitert sich in mehr als das, was wir nur sehen, ja, durch unsere groben Sinne wahrnehmen können. Ja. Interessanterweise wird es auch im Ayurveda auch erwähnt, ja, die den mit Sankhya, mit der Philosophie beschäftigt haben. Wir werden feststellen, dass unseren groben Sinnen steht als Ursache die Tanmatras, die fünf Urkräfte. Schall, Berührung, Form, Geschmack, Geruch. Ja, das sind die fünf Urkräfte. Aus diesen fünf Urkräften entstehen alle unsere Sinne, unsere fünf Sinne. Nicht, ja. Hören, fühlen, sehen, schmecken, riechen. Ja. Diese Sinne haben auch noch eine feinstoffliche Ebene. Das heißt, wir haben die Fähigkeit, mit jenseits unserer groben Sinne zu hören, zu fühlen, zu sehen, zu riechen. Ja. Jeder hat bestimmt schon mal, wenn er die Augen zugemacht, trotzdem was gesehen. Spätestens dann, wenn er geträumt hat. Ja. Vielleicht haben wir auch schon mal innere Stimmen gehört, die zu uns sprechen. Ja. Vielleicht haben wir auch schon mal was gefühlt, jenseits unserer Hände, mit denen wir uns angefasst haben. Weil wir vom Gefühl her gemerkt haben, wow, irgendwie fühlt es hier gerade komisch an, oder so gespinnt. Ja. So. Deswegen sagt man im Ayurvedischen, dass die Sinne drei verschiedene Instanzen haben. Die ursprüngliche Instanz, die Tanmatras, die Urkräfte der Sinne. Ja? Danach kommt die feinstoffliche Ebene der Sinne. Und dann kommen erst die groben Sinne. So, in der Welt der wirklichen Ayurvedis und der Schamanen, ja, bezieht man diese Welt mit ein. Das heißt, wir beziehen die Sinne auch mit ein. Und das, was ich vorhin gesagt habe, das heißt, dass wir als Ayurvedis daran arbeiten, auch unsere Gefühle zu schulen. Ja? Während sich diese Sinne, diese feinstofflichen Sinne, die eigentlich ganz natürlich für jeden von uns sind, entwickeln, weil sie sind einfach da. Sie sind auch jedem gegeben, es ist auch kein großes Geheimnis dahinter. Es wird nur mal so ein großes Geheimnis daraus gemacht. Ich habe das beobachtet, ich habe versucht, die Vaidyas, die großen Ayurveda-Ärzte zu beobachten, habe mir Gedanken gemacht, woher wissen die diese ganzen Sachen? Woher, wenn die den Puls fühlen, können die das ganze Leben erzählen? Warum wissen die das? Sind es nur Techniken, diese Bücher voll, von denen ich auch alle Bücher habe, ja? 100 Seiten voll Informationen, ja, wenn der Puls fein, zittrig, dünn, in Wellen verläuft, ja, dann ist die und die Krankheit. Und da habt ihr 100 Seiten voll. Müsst alle auswendig kennen, ja, um dann Krankheiten deutlich zu können. Ja? Das kann nicht sein. Ja? Bis mir dann mal ein Arzt gesagt hat, der hat gesagt, frag doch den Puls, was für eine Krankheit da ist im Körper. Frag den doch einfach, ja. Sag, ah, das hört sich ja so schamanisch an, ja. Das heißt, der Puls ist auch eine Person. Die Krankheit ist auch eine Person. Ja? Man kann selbst die Krankheit personifizieren und sagen, ja, Krankheit, ich möchte jetzt mal mit dir kommunizieren hier, und komm mal her, erzähl mal, was ist denn gut für dich oder was brauchst du denn, damit du gehst? Ja, ganz interessant, ich habe auch dieses Buch aufgeschlagen, ja? Vorhin. Und habe ich über Jwala gelesen. Jwala ist Fieber, es gibt 20 verschiedene Arten von Fieber. Eine Therapie gegen dieses Fieber war gewesen, du machst eine Statur, stellvertretend für das Fieber. Du sprichst einen bestimmten Mantra, Om Rudraksha, Rudraksha, Om Swats, ja, so weiter. Also wir rufen Rudra an, die Kraft von Shiva. Ja, rufen wir an, wir malen drei Striche auf die Stirn, ja, so, und dann nehmen wir ein Messer und hacken der Gestalt den Kopf ab. Und dann ist das Fieber geheilt. Ja, als ayurvedische Therapie, das ist ein ayurvedischer Klassiker, den ich ja, ganz geil. Ja, so, ne, ganz wichtig. Für die Welt der Schamanen ist das ganz normal, weil sie arbeiten immer im symbolischen Bereich. Weil es gibt zwischen außen und innen keine Trennung. Das heißt, wir können alles im Außen machen oder alles, das was im Innen ist, im Außen klären. Ja? Als Schamane versucht man, das wirkliche Verständnis von Brahman zu entwickeln. Und Brahman heißt, es ist nichts getrennt voneinander. Alles steht in Verbindung miteinander. Ja? Und so wie der Schamane im Äußeren, kann man sagen, durch die drei Welten reist, ja, reisen kann, in alle Bereiche gehen kann. Diejenigen, die sich ein bisschen im Ayurveda auskennen, kennt vielleicht den Urvater des Ayurvedas in dieser Welt. Kennt den jemand? Ja? Bharadvaja? Sagt euch das? Einigen vielleicht.
So Bharadvaja war der Erste, der Ayurveda in diese Welt gebracht hat. Am Anfang des Kali-Yugas, vor 5000 Jahren, wo sich die großen Weisen in einem Tal des Himalayas versammelt haben und sich Gedanken gemacht haben, wie können wir das Leid in dieser Welt vermindern. Ja? Und dann haben sie gesagt, okay, die da oben, die Götter, die haben das Wissen über Ayurveda. Wir brauchen es aber hier. Das heißt, irgendeiner muss jetzt da hochgehen und sich dieses Wissen holen. Ja? Und dann haben sie gesagt, okay, aus unseren Reihen, wer ist am qualifiziertesten dafür? Das hier, Bharadvaja. Du bist der Sohn von Brihaspati, dem Priester der Götter. Wer kann qualifizierter sein? Ja? Als der Sohn von dem Priester der Götter. Ja? So, du, geh du zu Indra, zu dem König des Himmels und lass dir von ihm Ayurveda beibringen. Ja? Und dann kann man sagen, gut, er hat sich jetzt da hochgebeamt mit modernster Technologie wie in Enterprise oder so. Oder man kann sagen, nein, der ist schamanisch gereist, wie es die Schamanen auch machen. Die in die höheren Welten gehen, um dort von ihren Lehrern zu lernen, in höheren Ebenen. Ja? Und Bharadvaja hat das auch gemacht. Und das war so klar, das war so realistisch, dass er dorthin gehen musste, sich erstmal bewähren musste bei Indra, dass er auch gut genug ist und dann die komplette Wissenschaft gelernt hat und dann die runtergebracht hat auf die Erde, seinem Schüler Atreya beigebracht hat und Atreya der erste Autor war, der Charaka Samhita, dieses berühmten Klassikers im Ayurveda. Ja? So, das heißt, für die Ayurvedis damals waren diese Techniken, die man heute eigentlich nur im Schamanismus irgendwo sieht, was ganz herkömmliches gewesen. Ja? Genau wie mit dem Puls zu kommunizieren oder genau wie hinzugehen, mit den Pflanzen zu kommunizieren. Ja? Die Pflanzen zu fragen, sag mir doch mal, was deine Heilwirkung ist, Pflanze. Ja? Ich habe bei vielen, ne, vielleicht haben einige von euch den Film auch gesehen, ne, Art of Being, ne, Ayurveda, die Kunst des Seins, wo man dann sieht, eine Pflanze pflückt und dann mit den Pflanzen spricht, ja, mit den Pflanzen, der Doktor hat mich geschickt, um euch zu pflücken, ne? So, wir brauchen aber Heilkraft. So, ne? So. Ja, ist gut, ja, diese Verbindung. Ich habe auch viel gesehen, wie Ärzte die Kräuter genommen haben und dort Mantren gesprochen haben in die Kräuter, um den Geist zu wecken. Im tibetischen Ayurveda heißt es, nicht die biologische Zusammensetzung, die chemikalische Zusammensetzung in den Pflanzen ist das, was heilt. Nein, es ist der Geist der Pflanze, der heilt. Ja? Das heißt, wenn man den Geist der Pflanze anruft, das hat die Kraft zu heilen. Ja? Aber dazu, ne, wenn wir so weit kommen wollen, müssen wir halt erstmal zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, ja, wir akzeptieren das. Wir akzeptieren, dass die Welt da draußen voller Wesen ist. Ja? Dass hinter jeder Pflanze ein Geist steht, hinter jedem Baum eine Gestalt steht, hinter allem dort eine Gottheit steht. Wir verbinden uns dort mit diesen natürlichen Kräften, wir gehen wieder in Einklang mit denen und machen nicht Vergehen, ja, so wie die Schamanen gesagt haben. Ja. Ich hatte gesagt, die Schamanen sagen, geben dort drei Krankheitsursachen. Ja. Das zweite Mal gewesen, die Idee war es, die Götter, was ich gesagt hatte. Und wir gehen in die Natur, weiß nicht, wir pinkeln dort in eine Pfütze rein oder so, ja, wir spucken mal dort in eine Pfütze rein oder so. Das ist ein Vergehen gegen Varuna, gegen den Gott der Gewässer. Ja, das wird in den vedischen Schriften beschrieben. Ja, auch wenn man sein Geschäft vorrichtet in der Natur und man streckt seinen Hintern der Sonne entgegen, ist das ein großes Vergehen gegen den Sonnengott. Ja, oder wenn man ins Meer pinkelt oder so. Ja. Ja, wenn Varuna erböst ist, dann kann es sein, dass er die Flüssigkeiten im Körper zurückzieht. Und wir deswegen unter Krankheiten leiden, die einen Mangel an dem Wasserelement im Körper als Ursache haben. Ja? Das heißt, wir müssen das kennen, um wieder im Einklang und auch im Respekt der Natur gegenüber zu leben. Ja? Dass wir die Natur ehren, dass wir die Wesen der Natur schätzen, die Götter der Welt schätzen. Ja? Also alle Ayurvedis, die ich kann, ich hatte das Glück wirklich gehabt, Ayurveda-Lehrer zu haben, die alle sehr spirituell waren. Ja. Die haben jeden Morgen, der eine Lehrer, dann Dandantari Puja gemacht, dann ist der Priester ist dort rausgegangen in den Garten, hat alle Pflanzen verehrt. Ja. So, dort wurden diese Rituale gemacht, um die Kräfte zu wecken, um sich auch zu verbinden mit diesen natürlichen Kräften. Also es ist nicht nur für Heilung gut, es ist auch, also falls man selbst geheilt werden möchte, nein, es ist auch für die Entwicklung als Ayurvedi gut, dass man lernt, sich mit diesen Kräften zu verbinden. Ja, das als Natur anzunehmen. Sowohl die guten Kräfte dieser Welt, als auch die negativen Kräfte auch. Ja, ich hatte ja vorhin darüber gesprochen,
dass ein Großteil der Krankheiten oder viele Krankheiten ausgelöst sein können durch feinstoffliche Lebewesen, durch den Einfluss von feinstofflichen Energien, die sehr vielseitig sein können, so wie es auf diesem Werk beschrieben sein kann. Es können Geistwesen sein, Elementale, was geschaffene Gedankenformen sind, unreine Energien von bestimmten Plätzen, herumirrende Seelen, bis zu irgendwelchen Naturwesen, die Menschen besetzen können und richtig Krankheiten verursachen können. Dem Schamanen seine Aufgabe oder dem guten Ayurvedi seine Aufgabe, ich muss wirklich diese beiden Begriffe eigentlich gar nicht trennen, weil für mich ist ein guter Ayurvedi auch gleichzeitig Schamane und ein guter Schamane auch wie ein Ayurvedi. Und die haben die Fähigkeit, das wahrzunehmen, dort in den Körper hineinzuspüren, so wie ich gesagt habe, wie sie sich die Fähigkeit haben, zwischen den Welten zu reisen, so wie Bharadwaj das gemacht hat. So können sie im Körper, weil das Gleiche, was im Außen zum Universum ist, das ganze Universum steckt auch in uns auch drin. Und das, was man vielleicht als untere Welten bezeichnet, ist bei uns das untere Selbst, was die mittleren Welten kennst, das mittlere Selbst. Das, was man als die höheren Welten kennst, ist das höhere Selbst. So ist alles auch in uns drin auch. So der Schamane oder der wirkliche Heiler, der ayurvedische Heiler, hat die Fähigkeit, dort in die Person hineinzureisen und dort zu schauen, okay, was ist wirklich gestört? Ist dort Karma involviert, Schicksal involviert? Kann man das Karma bereinigen oder kann man es nicht bereinigen? Ja, selbst Karma hat man die Fähigkeit zu bereinigen, zu einem gewissen Grad. Sind die Devas gestört, die Götter? Das heißt, wurden dort irgendwelche Vergehen gemacht gegen irgendwelche Wesen? Oder sind irgendwelche Wesen, wurden dort eingefangen, die den Körper beherrschen, den Körper beeinträchtigen? Oder sind es die Grahas, was die dritte Krankheitsursache ist, laut der Schamanen, Himalaya-Schamanen, die Grahas, das heißt die Planetenkräfte, die Einfluss auf einen haben, wo man vielleicht auch irgendwas gemacht hat, um die Gottheiten der Planeten zu stören. So, das heißt, die Aufgabe des Schamanen ist, wieder dort die Verbindung herzustellen und vielleicht die Götter zu besänftigen oder die unglücklich gestimmten Lebewesen zu befreien, zu erlösen von der Person, herauszulösen. Vielleicht verloren gegangene Seelenanteile zurückzuholen, Glaubenssätze im Inneren zu verändern, die sich manifestiert haben, Gedankenformen, die sich festgesetzt haben im Organismus, die auch dafür stehen, dass innere Verspannungen entstehen, daraus Krankheiten entstehen, das zu erlösen, das zu befreien. Das sind die Aufgaben der schamanischen, ayurvedisch-schamanischen Heiler, kann man sagen. So dort sehr tief in den Menschen hineinzugehen, dort sehr tief zu forschen, eben auf den tieferen Ebenen des Daseins, die man aber von den Menschen an sich nicht trennen kann. Weil wir sind nicht nur der grobe Körper, wir sind noch viel mehr. Und ich hatte gesagt, der Körper ist eigentlich immer nur ein äußerer Ausdruck all dieser anderen Faktoren, die in einem drin sind, der höheren Vertonung, des feinstofflichen Körpers und alles, was damit verbunden ist. Das heißt, wenn wir auf dieser Ebene heilen, kann man die grobe Ebene auch heilen. Oder wenn es nicht ausreicht, so wie ich es auch mache, am liebsten kombiniere ich beide Sachen zusammen. Am liebsten gehe ich auf die eine Ebene, heile feinstofflich, und auf der anderen Ebene, dort, wo es körperlich manifestiert hat, im grobstofflichen Körper, versuche es von der groben körperlichen Ebene mit den groben Therapien des Ayurvedas eben auch zu behandeln. Und das ist hocheffektiv, nach meinen Erfahrungen in der Praxis. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug so, in das, was ich so meine Erfahrungen aus dem Ayurveda und meine Erfahrungen aus dem Schamanismus, den ich machen durfte, und aus dem Heilen, das ich auch schon sehr lange mache und auch sicherlich auch anbiete in Form von Ausbildungen und solchen Sachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr später auch Sachen mitnehmen. Ich wollte jetzt einfach noch den Raum lassen, weil wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Einmal für Fragen natürlich, die aus, vielleicht aus dem Publikum zu diesen Ebenen sind oder vielleicht eine oder andere Erfahrung gemacht, was vielleicht eine Lösung für möchte oder einfach das teilen möchte. Ansonsten würde ich euch auch gerne eine Götteranrufung vorstellen, wo man die Götter anruft, präsent zu sein. Hier, ich werde das heute Abend auch nochmal machen in Form einer Heilreise, wo ich auch erst eine Götteranrufung machen werde und danach dann eine schamanische Heilreise anbieten werde, bis um 22 Uhr im gleichen Ort hier. So, das wollte ich noch kurz vorstellen, die Sache.
und wollte jetzt einfach vielleicht den Raum lassen und so noch für Fragen erstmal von eurer Seite zu diesem Thema oder zu dem, was ich über was gesprochen habe. Ja. Tantra ist der Weg der Erfahrung, sagt man. Aber Tantra ist keine Religiosität oder religiöse Strömung, sondern ist etwas, was sich ergeben hat irgendwann, gar nicht so lange her, wo Menschen gesagt haben, wir wollen nicht nur an was Göttliches glauben oder an irgendwas einfach glauben, wir wollen etwas praktizieren, etwas erfahren. So, und Tantra ist zu dem Schluss gekommen, okay, dass dualistische Kräfte in diesem Universum gibt, die die Grundlage des Universums sind, und nicht nur die Grundlage des Universums, sondern auch die Grundlage unseres Körpers auch. Ja? Also, und im Tantra geht es eben darum, eigentlich diese Kräfte zu vereinen. Ja? Manchmal wird der Begriff Tantra fehlverstanden in irgendwelchen Sexualpraktiken oder sowas. Man sagt, das ist ein Teil der Tantra der linken Hand, das heißt, den unreinen Weges des Tantras. Ja? Das heißt, man macht ab einer bestimmten Stufe, führt man Praktiken aus, um auszuchecken, wie weit bin ich schon jenseits von den Dualitäten. Wie weit berührt es mich gar nicht, wenn ich Sexualität habe und ich kann all meine sexuellen Energien komplett kontrollieren im Körper. Ja, zum Austesten dessen macht man es manchmal. Oder zum Austesten von, habe ich schon gesehen, gibt es Leute, die gehen dann in die Ganges, holen irgendwelche alten, verfaulten Wirbelsäulen raus und laden das Fleisch ab. Ja, Mamsa. Das ist auch ein Faktor, ja, aus dem Tantra der linken Hand. Ja, es gibt dort fünf Faktoren, fünf M's spricht man von. Ja. Also Alkohol, Fleisch, Getreide, Sexualität und was weiß ich. Und man testet diese Sachen aus, um zu sehen, bin ich wirklich jenseits der Dualitäten? Ja? Das heißt, ein Teil der Praxis zur Kontrolle. Das heißt, den wirklichen Tantrikern, die diese Ebene überwunden haben, der Dualitäten, denen macht es nichts aus, irgendwelches altes, verdorbenes, verrottes Fleisch zu essen, die werden davon nicht krank, weil sie haben komplette Kontrolle. Es gibt kein Gut und kein Böse mehr. Kein Gut und kein Schlecht mehr, nichts mehr. Es gibt keinen Unterschied zwischen Haufen Kot und der leckersten indischen Süßigkeit, Ayurvedischen. Es gibt keinen Unterschied. Ja? So, das ist wirklich Tantra. Das heißt, die Überwindung der Dualitäten, die Verschmelzung von Gut und Böse, was oftmals auch repräsentiert wird durch die Verehrung von Shiva Shakti, ja? Denn das heißt männlichen und weiblichen Prinzip im Universum. Und das ist das, wo wir uns auch im Schamanismus auch mit beschäftigen, weil man geht von aus, dort ist auch die Leiter, die runtergeht, von Shiva und Shakti, die ganz oben anzusiedeln sind, als die, die das Universum erschaffen haben. Ja? Shakti ist die große Maya, die Illusion des Universums erhält, dass wir überhaupt das Universum so wahrnehmen, wie es ist. Ja? Shiva ist sogar teilweise jenseits des Universums. Aber es gibt viele Formen der Göttin und des Gottes herunterreduziert bis in die materielle Welt hinein, bis die Schamanen zum Beispiel sprechen von Jangali und Sikari. Jangali ist die Mutter Natur da draußen. Ja? Die Bäume, die Berge und alles, das Jangali, ist eine Form von Shakti, von Devi. Ja? Ja, Sitkari ist der Ursprung der Menschen, der Jäger und Sammler. Ja? Er ist eine halb Mensch, halb Gott, kann man sagen. Ja? Und dann geht es sogar noch weiter zu Panjangri und Lemlema. Ja? Das ist eine noch niedere Form. Panjangri ist der Urschamane, kann man sagen. Ja? Also sind alles Formen von Shiva und Shakti, von dieser ursprünglichen Energie. So, und es geht darum, diese Kräfte zu vereinen sich. Das heißt auch im Tantra, ich habe zum Beispiel den Pfad des weißen Tantras gelernt, und da wird hauptsächlich mit Mantren wird es gemacht. Das heißt, wenn man durch Mantren diese Gottheiten werden verehrt, durch Rituale, durch Pujas, werden Shiva, Shakti verehrt, um dort eben in diese Harmonie zu kommen zwischen diesen beiden Kräften. Und das ist Tantra. Ja. Und das spiegelt sich auch genau in diesen Techniken wieder, in schamanischen Techniken eigentlich auch wieder. Weil es bildet die Grundlage, ne? Auch von diesem Weltenbaum. Ich habe gesagt, Shiva, Shakti, Bindu. Ja? Bindu ist die Vereinigung dieser beiden Kräfte. Ja, das ist dort, wo, wenn die Kräfte vereint sind, dort, da werden wir erleuchtet. Ein Bindu. Antwort ist? Ja. Hat denn jeder Mensch die Fähigkeit zum Schamanismus oder ist das angeboren? Wollen wir so sagen, es gibt. Jeder Mensch hat die Fähigkeiten zum Schamanismus, den Schamanismus zu praktizieren. Wir haben alle diese feinstofflichen Sinne. Und es gibt Kulturen, zum Beispiel in dieser Erde, in Afrika sieht man es zum Beispiel, wo 80% der Bevölkerung schamanische Techniken praktizieren. Das heißt aber nicht, dass sie alles Schamanen sind.
Ja, ich würde mich auch nie als Schamane bezeichnen. Ich bin auch nur ein schamanisch Praktizierter, der die Sachen geübt hat oder Verständnis hat und damit auch teilweise umgehen kann. Schamanen sind Menschen, wo man so sagen, Schamanen ist auch nicht ein Zustand, den man unbedingt anstreben muss, weil das ist ein ziemlich taffer Zustand. Wenn man sagt, ein Schamane, der muss durch alles durchgegangen sein, durch alles Leid und selbst bis zum Tod hin, dass er fähig ist, ins Reich der Toten zu gehen, um dort eben die verlorenen, gestorbenen Seelenanteile wieder zurückzuholen oder dort zu wirken. Ja? Das heißt, ein Schaman ist von Geburt an oder irgendwann im Leben dazu berufen, das zu sein, weil er durch all das Leid schon durchgegangen ist. Ja? Also es ist ein sehr tiefgehender und sehr leidvoller Erfahrungsprozess, den man macht als Schamane. Ja? Wer schamanisch praktizieren und mit diesen Techniken arbeiten und dadurch sich selbst helfen und auch anderen helfen, dann jeder. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ja? Und kann nicht alle schon mal sagen. Ja? Als Nicht-Schamane. Eine Frage? Das ist ein interessantes Thema. Wie ist das Verständnis mit den Göttern? Das werden ja in einer Anrufung indische Götter angerufen. Ja. Kann man das einfach in diesem Kulturkreis reinprojizieren? Ja, es gibt sogar auch viele Parallelen zu diesen Gottheiten. Ich kenne jetzt leider die ganzen Namen nicht aus unserer Kultur. Wir haben die keltische Kultur hier als Ursprung, kann man sagen, im Norden. Es sind die gleichen Götter. Ja? Ja, Odin ist auch Zeus und Odin ist auch Indra. Und selbst Jangali und Sitkari gibt es auch, weiß ich auch bei uns in der Natur, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Also es gibt alle paar, das ist auf der ganzen Welt gleich. Deswegen sagt man ja, das vedische Wissen ist wie so der Ursprung. Das war nur ursprünglich da, dieses Wissen, das älteste Wissen der Menschheit. Das hat sich überall auf der Welt verteilt, vor 5000 Jahren, wo die Kriegerkasten verteilt wurden, also vertrieben wurden aus dem Reiche Bharatvaja. Das war das Reich Indien und um Indien herum, also ein relativ großes Gebiet. Dort wurden vor 5000 Jahren alle Kriegerstämme vertrieben von einer göttlichen Inkarnation namens Parashuram. Und auf der Grundlage hat sich das ganze Wissen der Veden in alle Bereiche der Welt ausgebreitet. Weil man hat gesagt, früher haben die nur Barbaren gelebt im Norden. Die wirklich kultivierten Völker haben dort gelebt, wo es warm war. So, aber das Wissen wurde dann irgendwann verbreitet und es wurde auch überall gelebt, nur jede Kultur hat dann irgendwann andere Namen angenommen für die Götter oder wurde offenbart oder wie auch immer. Ja, aber es sind die gleichen Götter. So, deswegen ist auch nichts Erfundenes oder Neuerfundenes irgendwas. Das Interessante ist, dass wir das eigentlich in allen Kulturen dieser Welt finden. Und ich finde es immer so schade, nur weil wir denken, weil wir moderne Menschen sind, ja, wir haben mit dem ganzen Schrott nichts mehr zu tun, das machen wir, glaube ich. Ja? So, warum, wenn seit Jahrtausenden die Menschen das gemacht haben und da hohe Kulturen waren, die sehr viel Wissen gehabt haben über sehr viele Sachen, Kosmologie und weiß nicht was alles, und die mit ihrem Wissen zumindest die Welt erhalten haben und nicht wie wir mit unserem Wissen die Welt zerstören, so, also sehr hohe Kulturen waren, warum, wenn es so lange und in allen Kulturen der Welt war, warum ist dann so, dass wir uns herausnehmen, sagen, ach, das ist nur Aberglauben, die lassen Götter rein, das Spinnerei, das haben nur so einen Symbolwert, höchstens mal, wenn überhaupt, ja, haben sie nur einen Symbolwert und das war's. Ja, so, das finde ich persönlich sehr schade, weil es auch eine gewisse Form von Realität bespricht. Es ist natürlich immer die Frage, was ist Realität? Wir denken, Realität ist nur das, was wir sehen. Aber wie ist es, wenn ich auf einmal eine Heilung mache für eine Person und ich gehe dort bei ihren Körper rein und ich kämpfe dort auf einmal mit einem Dämon und besiege den Dämon irgendwie oder vertreibe ihn oder irgendwas, ja, und komme aus der Meditation heraus und die Person wacht auf und ich gucke die an und die sieht nicht mehr aus, wie sie vorher aussah. Und die Person selbst sah auch da so, ich weiß jetzt gar nicht, was mit mir passiert ist, aber ich fühle mich völlig verändert. Das heißt, ich war in einer Parallelwelt und habe dort etwas verändert, aber es hat sich auf die Realität übertragen. So, was ist jetzt Realität? Dort, wo ich da mit dem Dämonen kämpfe oder das? Das ist alles Realität. Ja? Nur eine andere Form von Realität, die wir vielleicht nicht so wahrnehmen als unsere Realität hier. Ja? Wir können nicht sagen, das ist keine Realität, nur weil wir sie nicht wahrnehmen. Ja? Ich habe es mal ausgesperrt, Entschuldigung. Ich wollte sagen, wir kennen ja auch im Christentum die Hierarchie der Engel. Ja. Ich meine, dieses Wort Deva, es ist ja nicht so leicht, das so zu übersetzen, weil Deva, das kommt ja von der Sanskrit-Wurzel Div und das heißt ja eigentlich Licht. Also eigentlich ist Deva ja Lichtwesen. Genau. Ja. Und Engel, das sind ja auch Lichtwesen.
Und Rudolf Steiner hat so eine Parallele aufgezogen zwischen eben den indischen Devas und den Engeln. Ja. Und damit beschäftigen wir uns hier eigentlich gar nicht mehr so viel. Und ich meine, auch wenn wir gerade in der katholischen Kirche, wenn wir die Heiligen anbeten, und da werden ja auch über so viele Heilungsprozesse und Wunder berichtet. Also ich denke, gerade in der katholischen Kirche ist diese Tradition auch sehr lebendig. Ja. Es wurde irgendwann nur im modernen Christentum rausgenommen, weil die Menschen halt eher die Engel oder die Devas verehrt haben, weil sie gespürt haben, das leichte Kontakt hinzubekommen. Ja? So, und es war dann irgendwann den hohen Kirchenvätern Dorn im Auge. Wir haben so eben gesagt, in teilweise religiösen Bischöfen sind, dann streichen wir die ganzen Engel raus. Ja, es gibt nur noch den höchsten Gott, so, ja? Oder ihr wisst noch Mutter Maria oder so. Und die anderen kümmern sich drum. Aber im ursprünglichen Christentum war es sehr viel gewesen. Da haben die auch eine wichtige Stellung gehabt, als die Boten Gottes. Ja? Als die Verbindung zwischen Gott und den Menschen, eigentlich, kann man sagen. Ja? Und wie gesagt, ich finde es sehr schade, dass das eigentlich niemand mehr so daran interessiert ist und dem auch keinen Respekt mehr in dem Sinn gibt. Das ist ein Grund dafür, warum wir so viel leiden in dieser Welt. Weil in der Bhagavad Gita heißt es, ne? Yat Karoshi, Yat Ashnashi, Yat Yoshi, Yadasi, Yat Tapasi Kaunti, Yat Tatkurush, Vamat Arpana. Alles, was du tust, alles, was du fortgibst, alle Opfer, die du ausführst, gib die alle den Höchsten hin. Ja? Wenn du ein Leben führst, wo du nicht die Götter zufriedenstellst, ja, erfolgt nur Leid daraus. Wenn du Nahrungsmittel die zu dir nimmst, die du nicht als Opfer vor den Göttern geopfert hast, dann nimmst du wahrlich nur Sünde zu dir. Das heißt, es karmisch belastet. Ja? So, das ist ein Grund dafür, weil die Menschheit so viel leidet. So, weil der Einklang, das Leben im Einklang mit der Natur, und wenn man im Einklang mit der Natur, so auch wie Steiner es auch beschrieben hat, dann lebt man im Einklang mit den ganzen Naturwesen, mit den ganzen Engelwesen und auch mit den Göttern und auch mit den höchsten Gott vielleicht auch. Ja? Je nachdem, was man für die Philosophie vertritt. Ja? Das ist ein Teil des Lebens, den wir nicht trennen können. Im Ayurveda wird Gesundheit beschrieben, wenn alles in Balance ist, ja? Alles, die Doshas, Agni, Dhatus, Kotas, ja? Indriyas, Sinne, ja, der Geist wirklich schon zufrieden ist und die Seele wahrgenommen wird, dann spricht man von Gesundheit. Ja? So, das heißt, diese spirituelle Seele wird immer mit einbezogen. Wir können uns nicht davon trennen, das geht nicht. Ja? Wenn wir das machen, dann werden wir unglücklich werden im Leben und krank werden. Ja? Das ist sehr schwierig, gesund zu bleiben, wenn man das nicht, und so leicht, ja, wenn man die Hilfe von all diesen Faktoren bekommt. Ja? Das steht da, diese Kräfte stehen da als Hilfe für uns alle. Sie stehen auch als Hilfe da, um unsere eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Wenn wir uns erstmal anfangen, damit zu verbinden, merken wir sehr schnell, wir kriegen dort Unterstützung. Ja? Wir kriegen Unterstützung in unserer Heilarbeit, in unseren Therapien, in allem. Ja? Sie sind da, die sind bereit dafür. Wir müssen nur bereit sein, ja, uns dem zuzuwenden. Wenn keine Fragen sind. Seid ihr interessiert an so einer Anrufung? Ja, ja. Ja? Okay. So, ich habe hier einen kleinen Altar aufgebaut mit allem, was mir so heilig ist, mit Anvantari. Shiva und ein Furba, diesem Geister durch, der die Welt nur repräsentiert. Mit dem Symbol von Shiva, den Shivalinga und dem Zeichen von Shiva. Ja, das ist ein Nagamala, die wir umhängt an eine Schlangenkette. Das ist eine Schlange. Ja. Ich werde es jetzt so machen, ich werde erst mal um Schutz bitten. Dass sich um uns alle ein Schutzkreis legt, der uns beschützt, dass nie keine ungebetenen Kräfte hier erscheinen. Ich mache den mal aus, weil wir den Rauchmelder haben.
So, das sind die heiligen Ketten der Schamanen, die jetzt ein bisschen entwickelt sind. Das ist eine Rudrakshamala, das heißt eine Gebetskette für Shiva. Wie gesagt, es geht um die dualistischen Kräfte. Das ist okay. Diese Kette ist eine, die repräsentiert Shakti. Ja, das sind Perlen aus der Seifenuss, die Samen aus der Seifenuss. Das repräsentiert eine. Und das ist eine Gantamala. Gantamala besteht aus Glocken, weil ich natürlich im Zentrum stehe jetzt der Anrufung und die Energien sehr stark sein können, die kommen, trägt man eigentlich diese Schamane, diese Glocken. Wenn die Götter kommen, fangen wir an zu klingeln. Und das macht dann macht Löcher in der Aura, dass die Energie wieder rausgehen kann. Ja? So, ich lade erst die Ketten auf, um dann bereit zu sein für die Anrufung. Om Shabam Jago Mari Muri Jago Rita Maru Jago Ruta Maru Jago Rama Shimara Jago Suna Sao Jago Njara Vantan Jiu Sabata Jago Kasha Na Suri Giba Jago Jago Om Bokshe Mara Om Bokshe Mara Om Chao Na Mara Om Chao Ni Ni Mara Om Mara Tukana Bacha Jago Rama Om Raksha Mara Om Damara Gao Na Nashi Mara Om Suna Sao Jago Om Jago Vantan Vantan Ki Bacha Ishwara Mahadeva Ki Bacha Deva Om So, dann erwecken wir die Trommel. So, das erste, was ich machen werde, ich werde mich selbst zu Shiva machen. Ja? Das heißt, ich erwecke den Shiva-Faktor in mir. Ja? Weil wir alle haben auch das, was im Außen ist, ist auch alles in uns drin. Ja? Und das ist die Grundlage dafür. Das heißt, ich werde jetzt durchgehend trommeln. Ihr könnt euch einfach entspannen, auch die Augen zu machen, vielleicht auch mal reinspüren. Ich werde jetzt die verschiedenen Mantren rezitieren, um die verschiedenen Götter anzurufen. Also wie gesagt, ich werde mich jetzt zu Shiva machen, für die Verehrung ausführen zu dürfen. Und dann werde ich die Ahnenkräfte rufen und dann werde ich die verschiedenen Kräfte anrufen, wie Jangali, die Göttin der Natur, Sikari, den ja, ursprünglichen Sammler- und Jägerenergie in uns drin, die Nagas, das heißt die Erdwesen, die Schlangen, die dafür stehen, alle Energie zu transformieren. Ja. Bis hin zu Panjankri, dem Urschamanen, und dann auch alle meine Meister, die helfen für die Heilung. Dort bei diesem Prozess kann Heilung entstehen. Ja. So, entspannt euch, seid offen. Thank you.
Schluss sollte ich mich schon mal bei den Kräften bedanken, die gegenwärtig waren, dass ich diese Verehrung ausführen durfte. Das ist okay, weil war zu laut. Sind jetzt Fragen aufgekommen? Ja. Also wenn du gespürt hast, dass sie irgendwo da waren, dann sollte man sich bedanken, dass sie gekommen sind. Ja. Weil es nicht selbstverständlich ist, dass irgendjemand kommt. Abend was Ähnliches. Im Anschluss in der Heilreise, also wo auch Heilung geschehen darf, dann die Interesse haben um 22 Uhr in dem Saal hier. Und wenn man noch Zeit, wenn man Fragen hat, verstehe ich gar nicht, weil jeder Mate war so viele Fragen vorhin. Jetzt wieder. Ich habe sie zu uns allen gerufen. Zu allen? Ja. Kannst du den Namen? Ja. Ich habe sie bewusst angerufen. Ja. Ich hatte gesagt, zuerst habe ich mich zum Shiva gemacht. Das heißt Shiva mit allen seinen Aspekten. Ja. Mit seinen Jakshas, mit den Nagas, mit seinem Tigerfell und alles. Ja. Die vier verschiedenen Symbole und seinen Helden halten. So, danach habe ich die Ahnenkräfte gerufen. Das heißt, ich habe alle Ahnen hergerufen, die helfen möchten. Eure Ahnen, meine Ahnen. Ja. Auch die des Ortes, auch die von Deutschland. Ja. Ich habe gesagt, okay, ich bin hier. Alle Ahnen, die hier sind, die helfen möchten, die sollen kommen. Ja. So, danach habe ich Jandali gerufen. Jandali ist die Göttin der Natur. Ja. Das heißt, es ist die, die dort draußen alles repräsentiert. Ja. Das heißt, die Bäume, die Hügel, die Felder, Wiesen und so weiter. Ja. Sie hält es alles. Ja. Das ist Göttin der Natur. So, danach habe ich Sikari gerufen. Sikari ist der, man sagt, der ursprüngliche Mensch, der Jäger und Sammler, ja, was auch ursprünglich auch ein Gott war. Ja, also man sagt, es ist halb Mensch, halb Gott. Ja. So diese Kräfte habe ich gerufen auch. So, und danach habe ich die Nagas gerufen. Die Nagas sind die Kräfte der Erde. Das heißt, dass die, hat ja auch gezeigt, hier der untere Teil, die unteren Welten, wenn durch die Nagas regiert, die sieht man hier so in Form von Schlangenform. Ja? Das heißt, die beherrschen die Erdenergien und die transformieren alles. Das heißt, nur in vielen Kulturen wird die Erde zu viel geschrieben. In vielen Kulturen wird die Erde verehrt, die Mutter Erde, zum Beispiel in der Inka-Schamanismus, als Pachamama. Ja? Das heißt, Pachamama heilt alles. Wenn man irgendwelche Probleme hat, die Erde. Die nimmt alles auf und heilt alles. Die nimmt alles weg von uns, was nicht zu uns gehört. Ja? So, wir haben die Fähigkeit, einfach wenn wir uns mit der Erde verbinden, im Hinduismus sagt man, dort sind die Nagas, die Schlangenkräfte. Und die Schlangenkräfte, die sind bereit dafür, dort alles zu transformieren. Das heißt, alle Energien aufzunehmen, ist für die wie Futter, was sie transformieren, wieder als gute Energien zurückgeben. Ja? So, ich rufe die Schlangen, die verschiedenen Ebenen der Schlangen an, alle Ebenen. Ja? Bis runter zu Sheshanaga. Sheshanaga ist die Schlange, die die ganzen Universen hält, kann man sagen. Ja? Das ist die Ursprungsschlange, auf der Vishnu ruht. Ja? So, danach habe ich Banjankri angerufen. Banjankri ist der ursprüngliche Schamane. Ja? Ist in Form Shivas, ja, die ich anrufe. So, danach habe ich alle meine Gurus angerufen. Alle. Von
von Kali über Narasimha, über alle verschiedenen Inkarnationen, göttlichen Inkarnationen, alle Schamanen, alles. Ja, alle, die irgendeine Funktion haben, als Lehrer, als Meister im Moment bleiben. So. Vielleicht waren ein paar davon hier. Also späte ganz stark innerlich. Späte ganz stark innerlich, dass die wirklich kommen möchten durch die Kraft der Mantra. Auch. Ich meine, man muss halt sagen, klar, ich bin jetzt sehr stark, da ich auch wieder so stark verbunden bin, überhaupt in der vedischen Kultur, bin ich auch mit dem vedischen Schamanismus verbunden. Und ich hatte diese vedischen Mantras, sind vedische Mantras aus dem Samaveda. Ne? So rezitiere die. Man kann das auch so machen. Ne? So ist vielleicht in diese Tradition noch eingeweiht, kann man sagen. So von daher. Das ist für mich aktuell. So. Ja. Ich habe natürlich auch viele Bände da, dass das Körper-Yoga, Mantra-Yoga. Okay. Ja, Mantra. Das ist aber auch gut, Japa-Yoga. Ja. Ich habe es sehr gerne gemacht, ja. Aber nur für uns Normale, jetzt, die jetzt nicht mit der vedischen Kultur so vertraut sind, wie wir jetzt beispielsweise. Also ich empfinde, ich merke jetzt bei mir, dass mir das alles sehr, sehr fremd ist. Ja. Und dass ja, das nicht irgendwas bei mir jetzt so ausgelöst hat oder wie auch immer. Ob es dann nicht eigentlich vielleicht auch sinnvoller ist, wie sich hier in dieser westlichen Kultur verwurzelt, aufwachsen, da Rituale oder Dinge zu finden, die mehr zu uns passen. Ja, keine Frage. Also erstens kann man sich der einheimischen Kultur zuwenden, wo man die gleichen Sachen findet da drin auch. Und ich hatte auch gesagt, im Wesentlichen geht es da eigentlich darum, dass wir versuchen, uns mit der Natur zu verbinden. Auch mit den Kräften der Natur. Das ist nichts anderes. Das ist auch nur ein Anrufen der Kräfte. Man kann es auch machen, indem man sich einfach mit den Elementen verbindet, wie ich am Anfang die Meditation erklärt habe. Ja? Wie wir das machen, ist jedem selbst überlassen. Das ist eben nur die Erfahrung, die man machen kann, wenn man sich mit der Natur verbindet, mit Naturkräften. Das ist genial. Ja, das ist sehr kraftvoll. Ja, und da müssen wir nicht weit gehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, woher ich das habe. War schon immer, ich bin schon seit 25 Jahren im Vedischen unterwegs, im Ayurvedischen Yoga, im Ayurveda. Ich fühle mich da mehr verbunden als zu irgendjemandem heimischen Kultur. Ich habe auch schon das Gefühl, ich war schon viele letzte Leben in Indien gewesen, so von daher ist es jetzt von meiner Seite und stellt es halt hier auch so vor, weil natürlich Ayurveda auch von dort kommt, seine Wurzeln dort hat, ja, dass man sieht, ist auch was Ursprüngliches, was Traditionelles. Was auch schon seit, also es gibt die ältesten Zeugnisse von Schamanen im Himalaya, 30.000 Jahre zurück, besteht dieses Wissen schon. Ja? So, also es ist eine sehr, sehr alte Kultur, auch ein sehr altes Wissen, was sehr ursprünglich ist. Und ich hatte gesagt, im Grunde genommen ist es so, dass alles Wissen irgendwo daraus entstanden ist, auch unser Wissen hier. Ja. So, man kann es so sehen, man muss es nicht so machen, man kann es auch hier aus den heimischen Sachen machen, ja, dass man weiß, okay, es hat aber trotzdem da was Ursprüngliches. Ja. Wie auch die ayurvedischen Mantren auch, oder die ayurvedischen Texte, ja, denen wir uns ja auch zuwenden kann. Ja. Ja. Ja, das war ja auch Tradition, zum Beispiel, dass die Krankheiten, die wir haben, an Bäume weitergeben, weil Bäume stärker sind als wir und Bäume dürfen diese Krankheit, was ich immer hier. Nein, der Punkt ist Bäume, was für uns Krankheit ist, für die Gesundheit und umgekehrt. Ja. Ja. Und, also. Diese, und ich weiß es auch, ich kann nicht sagen, aber mir geht man tief, das ist ja also eher, wenn wir halt wieder so offen sind und auch vielleicht eine Sensibilität entwickeln, diese elementarwesen wahrnehmen. Manchmal ist es einfach nur jede Situation, dass ich irgendwie denke, das ist irgendwie eine besondere Aura. Und wie man der dann genau sehen kann, kann man sagen, ich glaube, man muss so sagen, es ist in Ayurveda ist nicht so viel Wissen mehr davon da, von diesen Bereichen. Ja? In den Reden liest man darüber immer mal. Ja? Aber es ist nicht so, dass es Menschen gibt, die sich jetzt speziell damit beschäftigen.
Man sagt, okay, es ist eher eine niedere Natur, so man beschäftigt sich dann mit Devas, mit Göttin. Ja? Okay, noch eine Frage. Ja. Wirkt jetzt diese Kreuzesitzung, also auf Dosha harmonieren, wenn wir das zulassen, ausgleichen? Und wirkt es jetzt noch nach oder war das zu kurz? Oder haben wir auch, können wir davon auch schon so viel auffangen, dass es schon heilend wirkt? Oder wie lange müsste jetzt diese Anrufung sein? Diese Anrufung hat definitiv einen Effekt und sie hat auch einen harmonierenden Effekt, weil es geht immer darum, die dualistischen Kräfte zu harmonisieren. Shiva Shakti, Ursprung auch irgendwo von den Doshas, kann man sagen. So, deswegen hat es auf jeden Fall einen balancierenden Effekt. Das kann auch noch lange nachwirken, diese Sachen. Ja, einfach mal die Energie mitnehmen und wirken lassen. Ja, wie gesagt, heute Abend geht es noch eine Stufe tiefer, wo wir auch eine Reise ins Innere unser Selbst machen können und da vielleicht auch was klären können. Die Trolle und Trommel spielt viele Rollen, einmal eben als Anrufungswerkzeug, aber andererseits repräsentiert es auch die Energie der Natur, den Herzschlag von Mutter Erde und auch den Herzschlag unserer Mutter. Ja, das ist vertraut für uns vertraut, wir liegen dort geborgen und wir hören ja, so sehr deutlich. Ja, so es hat was Ursprüngliches, kann man sagen. Ja, sowohl im Kleinen als auch im Großen Ganzen. Im Ursprünglichen kann man auch sagen, repräsentiert die Trommel auch das O. Ja, die Silbe O. Mensch, wollte ich den Schluss machen? Okay, noch eine, aber dann zum Schluss. Ja. Ich habe kürzlich diesen Film gesehen von dem Joachim Fausch, das Wunder der Heilung. Ja. Und da wurde genau das gezeigt, dass man jetzt auch in der Medizin wieder zurückgreift auf diese schamanistischen Techniken. Ja. Ja, Heilen durch Handauflegen lernen jetzt auch die Ärzte. Ja, man sagt ja auch, das Wissen war erst exklusiv im Himalaya und jetzt wandert es um die Welt, wenn die Welt jetzt bereit ist, diese Spiritualität zu leben. Diese ja, und vor allen Dingen, es heilt ja auch. Ja. Der Heilt hat recht. Super, vielen Dank. Das war ein schöner Abschluss. Vielen Dank. Lass uns noch zusammen Vielen Dank für Ihr Interesse und Aufmerksamkeit.